Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, eine kurze Videobotschaft aus dem Rathaus. Seit Montag gelten ja wieder neue Regelungen der Corona-Verordnung, aber diesmal geht es wieder aufwärts, denn es werden Lockerungen hier entsprechend vorgesehen. Man kann wieder einkaufen gehen in Ladengeschäften bis 800 Quadratmeter. Die Kitas bleiben zwar noch geschlossen, aber die Schulen sollen ab 4. Mai wieder öffnen. Das bedeutet, die Abschlussklassen sollen entsprechend Unterricht erhalten. Das ist ein gutes Signal, eine gute Botschaft. Das zeigt aber auch, dass wir alle verantwortungsbewusst, verantwortungsvoll miteinander umgehen, mit der Situation umgehen. Und dafür natürlich auch herzlichen Dank von mir und von unserer Seite insgesamt, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind natürlich hier im Rathaus immer darauf bedacht, dass wir einen bestmöglichen Service weiterhin anbieten, obwohl das Rathaus auch noch bis zum 3. Mai geschlossen hat. Weiterhin gilt natürlich Kontaktbeschränkungen, 1,5 Meter Abstand halten, das gilt weiterhin, aber auch die Maskenpflicht wird wahrscheinlich dann auch verordnet werden, wird kommen. Das heißt, beim Einkaufen, aber auch im öffentlichen Personennahverkehr werden Sie wahrscheinlich dann auch Masken tragen müssen. Das ist im Grunde genommen eine gute Botschaft, weil wir wollen ja alle gesund bleiben und das hoffe ich, dass Sie das auch tun. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Wir werden das gemeinsam hinbekommen. Das Leben wird vielleicht nicht mehr so sein, wie wir es gewohnt sind, aber wir werden uns damit arrangieren. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch gut tun können, gerade auch hier in Leonberg. Wir sind ein starkes Team. Vielen Dank.